The struggle to maintain your innocence. Jennifer was taught at Cape Cod. Maintain that wonder and that divine spark. That's right! In a world that's seemingly cruel. Alrighty then. And out of control. Also, the grief aspect of it. The how do you keep that together when you've been hit by a freight train? And, you know, I have. And I know what that's like. I don't believe that any actor can really do a part unless that part finds them. You don't find parts, they find you when you're ready to do them. Spread my wings and fly away. And when you're informed and you have those feelings. So to me, you know, when I paint, I'm being painted. When I write, I'm being written. And when I act, I'm being acted through it. You know, it's there to express my truth, and it finds me. Ein fröhlicher Blick, lustige Gesichter, scharfsinnige Witze. So kennen viele Menschen Jim Carrey. Seine Figuren sind intelligent und außergewöhnlich. Man erinnert sich von der ersten Minute an sie. Doch hinter der Maske des Spaßvogels verbirgt sich eine ganz andere Persönlichkeit. Und sein Weg zum ersehnten Ruhm baut auf den tragischen Momenten seiner Biografie auf. Woher hat Jim seine einzigartige Mimik? Warum stülpte er sich eine Socke über seine Genitalien? Und warum hat er kein Glück in seinen Beziehungen? Willkommen im Biographer Channel. Hi! Vergiss nicht, den Abo-Knopf und die Klingel zu drücken, um erstaunliche und manchmal schockierende Fakten über deine Lieblingsprominenten zu erfahren. Abonnieren und los geht's! I am your beloved Count Olaf. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass die Kindheit des beliebten Komikers nicht so rosig war. Jim Eugene Carey wurde am 17. Januar 1962 in der kanadischen Stadt Newmarket geboren. Er war das vierte und jüngste Kind in der Familie einer Hausfrau und eines Buchhalters. Seine Mutter Kathleen war eine gescheiterte Sängerin und sein Vater Percy war ein autodidaktischer Saxophonist, der seine musikalischen Träume aufgeben musste, um seine Familie zu unterstützen. Die Familie war arm. But when I was about 14 or 15, my father lost his job and I actually became homeless for quite some time. Of course, I grew up in Canada, so I thought we had just gone camping. Kathleen war oft krank und süchtig nach Schmerzmitteln. Ihr psychischer Zustand machte das Leben noch komplizierter. Ihre Hypochondrie in Verbindung mit einer Neurose führte dazu, dass Kathleen als verrückt galt. Jims Mutter sprach oft davon, dass sie bald sterben würde. Dies löste in der Seele des Jungen eine große Angst aus, dass seine Eltern plötzlich sterben könnten. Ich erinnere mich daran, wie ich 7 Jahre alt war und meine Mutter beim Abendessen Dinge sagte wie: Mein Gehirn verschlechtert sich in einem unglaublichen Tempo oder meine Angina macht sich bemerkbar, ich könnte jederzeit sterben. Solche Dinge haben mich einfach zutiefst erschüttert. Deshalb nahm sich der kleine Junge alle Zeit der Welt, um seine Mutter zum Lachen zu bringen, damit es für sie ein wenig leichter wurde. Und so entstanden seine ersten lustigen Auftritte. Der spätere Schauspieler wuchs verschlossen und einsam auf. Deshalb wurde die Kreativität für ihn zum Ventil. Er malte, dichtete und machte lustige Gesichter. In einem Interview gab Carey zu, dass der Spiegel sein einziger Freund war. Nun, ich verbrachte die meiste Zeit in meinem Zimmer und starrte in den Spiegel. Ich hatte nie gelernt, dass ich Kontakte knüpfen sollte. Später erkannte er, dass er nicht nur seiner Familie, sondern auch seinen Mitschülern und Lehrern in der Schule ein Lächeln entlocken konnte. Die Liebe zum Grimassieren war so stark, dass der Junge jeden Tag eine 15-minütige Aufführung für seine Klasse machen durfte. Jim begann Sketche mit der Kamera aufzunehmen und wagte es sogar, 80 seiner lustigen Gesichtsfotos an die beliebte Comedy-Show Carol Burnett zu schicken. Zu diesem Zeitpunkt war Carey erst 11 Jahre alt, doch die erste Enttäuschung wartete auf ihn. Er erhielt weder eine Einladung noch eine Antwort. Die Herausforderungen für seine Familie begannen gerade erst. Als Jim 12 Jahre alt war, verlor sein Vater seinen Job und sie ihr Haus. Daher musste die Familie Carey im ganzen Land herumreisen und nach Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen. Nachdem er eine vorübergehende Unterkunft in einem Vorort von Toronto gefunden hatte, arbeitete Carey Senior als Wachmann und seine Kinder arbeiteten nach der Schule abends ebenfalls als Wachleute und Reinigungskräfte. Jim wurde unsicher.
Er begann, auf die ganze Welt wütend zu werden. Antidepressiva und Humor halfen, die innere Aggression zu vertreiben. Im Alter von 14 Jahren geriet Jim in eine schlechte Gesellschaft und trug überall einen Schlagstock mit sich herum. Ich war wütend, erinnerte er sich. Mein Vater war angeschlagen, also gab ich der Welt die Schuld. Well, you know, when my father lost his job, I was pissed. You know, it was like one of those things. My dad, how dare the universe? Right. Im Alter von 15 Jahren erwartete den Komiker eine weitere Enttäuschung. Diesmal ging es um die Bühne. Sein Vater brachte ihn in den örtlichen Yuck Yucks Club, wo der junge Mann die Möglichkeit erhielt, vor dem Publikum zu sprechen. Die Familie brauchte ein zusätzliches Einkommen. Percy erkannte die Fähigkeiten seines Sohnes und schlug Jim vor, sein Talent als Comedian zu nutzen, um etwas Geld zu verdienen. Ein Versuch, Stand-up-Comedian zu werden, scheiterte kläglich. Jim verließ die Bühne ausgebuht. Well, that was Yuck Yucks. That was this place called Yuck Yucks. It was downtown Toronto. It was like a couple of, it was a tragically hip place with, you know, people with, you know, dark colors on and. Und das war der letzte Strohhalm für den jungen Mann. Er hörte auf, aufzutreten und zog sich in sich selbst zurück. Trotz aller Entbehrung erinnert sich Jim mit Wärme an seine Eltern. Sie war in vielerlei Hinsicht sehr krank. Sie war auch sehr lieb. Sie war immer für mich da. Sie war immer im Haus, sagte er über seine Mutter. Und er nahm sogar gesundheitliche Probleme als Teil ihres Lebens wahr und beendete seine Erinnerungen an seine Mutter mit der Aussage, in gewisser Weise sind wir alle allein gelassen. Die Beziehung des Komikers zu seinem Vater war ein wenig anders. Jim bewunderte ihn und wollte so sein wie Percy. Er sagte, er sei ein unglaublicher Mensch. Mein Vater war der Typ, der einfach in der Mitte eines Raumes stehen konnte und wickelte alle um den Finger. Sowohl seine Eltern als auch seine drei Geschwister unterstützten Carrie in seinen komödiantischen Bestrebungen. In einem der Interviews gab er zu, dass sie ihn für ein besonderes Kind hielten. Ich war immer von einem anderen Planeten, aber von einem, den sie mochten und ermutigten. Sie sagten immer, ja, hol Jim hierher. Die harte Zeit für die Carries endete, als Percy einen Job in einem Stahlwerk in der Hafenstadt Hamilton, Ontario bekam. Die Familie ließ sich in der nahegelegenen Stadt Burlington nieder, wo Jim weitere 8 Jahre lebte. Dort machte er seinen Abschluss an der Aldershot High School und gründete sogar die Musikgruppe Spoons, die im New Wave-Stil spielte. Als Jim 16 Jahre alt wurde, beschloss er, dass er genug von seinem Schulalltag hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Noten und die sozialen Kontakte in der Schule völlig verändert. Sein Vater weinte, verbot ihm aber nichts, obwohl Carrie Jr. später sagte, dass er das manchmal wirklich wollte. Nach seinem Schulabschluss ging Jim in ein Stahlwerk, um dort zu arbeiten. Später gab er zu, dass er, wenn er keine Karriere im Showbusiness gemacht hätte, wahrscheinlich in der immer gleichen Fabrik gearbeitet hätte und dachte, dass dies der beste Job der Welt sei. Aber es war die Unterstützung seines Vaters, der ihn in alle Clubs in Toronto mitnahm, die ihm half, mehr zu erreichen und zu werden, was er heute ist. Carrie sagte, die Erfahrung habe ihn gelehrt, mit Misserfolgen anders umzugehen. Wie die Geschichte seines Vaters zeigte, ist es immer möglich, bei etwas zu scheitern, das sicher erscheint. Letztlich ist es besser, bei dem zu scheitern, was man liebt und was man wirklich tun will. I learned that you can fail at what you don't love. So you might as well do what you love. There's really no choice to be made. '79 beschloss Jim, sich erneut auf einer Bühne zu versuchen, und zwar im Yuck Yucks Club. Diesmal kam sein Auftritt beim Publikum gut an. Seitdem arbeitet Jim mit dem Manager Litra Spivak zusammen, der ihn unter seine Fittiche nahm und ihn zu einem echten lokalen Star machte. Zu Jims Auftritten kamen Leute aus der ganzen Region. Der Comedian ging schnell vom Open Mic zu bezahlten Auftritten über. Nachdem er Toronto erobert hatte, zog der junge Künstler nach Los Angeles, wo er auf den lokalen Bühnen ebenso schnell akzeptiert wurde. Und genau hier, auf dieser Bühne, wurde ein anderer bedeutender Komiker, Rodney Dangerfield, auf Jim aufmerksam und bot ihm an, während seiner Tournee als Vorgruppe aufzutreten. Natürlich sagte Jim zu. Doch die Zusammenarbeit dauerte nicht lange. Am Ende der Tournee ließ sich Dangerfield in Los Angeles nieder und Jim beschloss, es in Hollywood zu versuchen. Also begann der junge Mann im Club The Comedy Store zu arbeiten und besuchte gleichzeitig alle verfügbaren Castings. Er versuchte unter anderem das Vorsprechen für die Sendung Saturday Night Live des Senders NBC in der Saison 1980 bis 81 zu bestehen, scheiterte aber. Außerdem arrangierte Joel Schumacher für ihn ein Vorsprechen für den Film Decab.
aber daraus wurde nichts. In seinen Auftritten parodierte Carey meist Berühmtheiten. Er hatte Erfolg beim Publikum und wurde 1984 von der Zeitschrift People zu einem der besten jungen amerikanischen Parodisten gekürt. Nach der Erfahrung mit Rodney beschloss Jim, etwas für die damalige Zeit Ungewöhnliches zu tun. Er versuchte nicht, seine Vorgänger zu imitieren, sondern im Gegenteil. Er warf alles Wissen und alle Erfahrung, die er gesehen hatte, über Bord und ließ sich einfach so sein, wie er wirklich war. Besonders erwähnenswert ist ein Auftritt des 20-jährigen Schauspielers, der die Bühne des Clubs völlig nackt betrat, bis auf die Socke, die er über seinem Penis trug. Jim ist einer dieser Leute, über die Komiker reden, als wäre er in einem anderen Geschäft als der Rest von uns, so sein Freund Judd Apatow über ihn. Man kann nicht sagen, dass alle Auftritte von Jim auf der Bühne erfolgreich waren. In einem Interview erzählte er von einem Vorfall während eines Auftritts im Comedy Store. Den Zuschauern gefiel nicht, was sie auf der Bühne sahen, so sehr, dass sie begannen, Stühle auf den Schauspieler zu werfen. Sie beruhigten sich erst, als Jim ankündigte, dass er die Bühne verlassen würde. Dann kroch ich auf Händen und Knien durch das Publikum, tauchte hinter dem Klavier auf und fing an, auf die Tasten zu hauen und zu singen. Ich hasse euch alle, durch euch bekomme ich Krebs. Und dann stieg ich ins Auto und weinte den ganzen Weg nach Hause. 1982 begann Jim das Fernsehen zu erobern. Er trat in der Stand-Up-Show An Evening at the Improv auf und 1983 spielte er die Hauptrolle in der Unterhaltungsshow All Night. Seit dieser Zeit hatte der Komiker einen neuen Traum. Er wollte die Menschen nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem Fernsehbildschirm unterhalten. Allmählich begannen die Träume wahr zu werden, wenn auch nicht sofort erfolgreich. 1981 ergatterte Carey die Hauptrolle eines jungen Komikers in Applaus für Janet, der für ihn in gewisser Weise zu einem autobiografischen Film wurde. Der Film erzählt von dem lustigen Kerl Tony, der vorübergehend als Tellerwäscher in einem Nachtclub arbeitet und davon träumt, in dem Club, in dem er arbeitet, ein Stand-Up-Showstar zu werden. Wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben, wurde Tony von Jim gespielt. 1983 wurde eine Musical-Komödie mit der Beteiligung eines jungen Schauspielers, Copper Mountain, veröffentlicht. Beide Filme waren Low-Budget-Filme und erhielten am Ende extrem niedrige Einschaltquoten. Auf IMDb wird Copper Mountain mit 2 von 10 Punkten bewertet. 1984 wurde der Künstler in die animierte Kindersitcom The Duck Factory eingeladen. Von diesem Moment an hatte Jim das Gefühl, dass es mit seiner Karriere aufwärts ging. Er lud sogar seine Eltern nach Los Angeles ein. Die Sendung wurde jedoch nach 3 Monaten eingestellt und seine Verwandten mussten nach Hause geschickt werden. Aber während ihres Bestehens gelang es der Sendung, Jim viele nützliche Kontakte zu verschaffen und die Aufmerksamkeit von Regisseuren auf sich zu ziehen. Im Jahr 1984 wurde wieder eine Geschichte mit seiner Mitwirkung ausgestrahlt. Es war Der Chaos Express von Richard Lester. Der Film war eine Adaption von Charles Dennis' Roman Die vorletzte Zugfahrt. Darin bekam Jim eine kleine Rolle als ein hohlköpfiger Teenager namens Lane Biddlecoff. Der Film erhielt gemischte Kritiken. Der durchschnittliche Zuschauer hat den Film nicht wirklich verstanden. Er hat nur 2 von 10 Punkten auf Rotten Tomatoes. Die Kritiker haben den Film sehr positiv aufgenommen. James Monaco rezensierte den Film in seinem Buch The Movie Guide und schrieb: Eine verrückte, schrullige Komödie von Regisseur Lester, die langsam beginnt und sich dann erwärmt, um einige lustige Momente zu bieten. 1985 wurde die Komödie Einmal beißen bitte mit Elementen aus Horrorfilmen veröffentlicht. Darin ging es um das schwierige Leben von Vampiren in der modernen Welt. Die Rolle des Teenagers Mark, gespielt von Carey, gab seiner Schauspielkarriere Auftrieb und war der erste Schritt zu Berühmtheit und Anerkennung. Doch die Schließung der Duck Factory machte Jim einen Strich durch die Rechnung. Es begann eine Durststrecke in seiner Karriere. Er war gezwungen, seine Verwandten nach Hause zu schicken und verfiel in Depressionen. 1986 erhielt der Schauspieler die Episodenrolle des Walter Goetz in dem Film Peggy Sue hat geheiratet, unter der Regie von Francis Coppola. Trotz der Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten, 20-Stunden-Tage, 6 Tage die Woche, Konflikte und Probleme mit Nicolas Cage, erhielt der Film nach der Veröffentlichung gute Kritiken. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film von den Filmkritikern 8 von 10 Punkten und spielte über 41 Millionen Dollar ein, bei Kosten von etwa 7 Millionen Dollar. Es war Coppolas Kassenerfolg. 1987 erhielt der Film 2 Golden Globe-Nominierungen für den besten Film, Komödie Musical, und die beste Leistung einer Schauspielerin in einem Film, Komödie Musical, Kathleen Turner. Und 3 Nominierungen für den Academy Award. Bald hatte der Schauspieler die Gelegenheit, in dem Musical-Melodrama Zero, der Dritte aus der Sternenmitte, von Julian Temple mitzuwirken. Careys Kollegen am Set waren Gina Davis, Julie Brown, Jeff Goldblum und Damon Wayans.
Der Film sollte ursprünglich 1986 in die Kinos kommen, aber Finanzierungsprobleme, die Suche nach Verleihern und die Detailgenauigkeit von Temple verzögerten die Veröffentlichung. So kam der Film erst 1989 in die Kinos und spielte nur etwas mehr als ein Drittel der für die Produktion aufgewendeten Summe ein, was sich nicht auszahlte. Auch die Filmkritiker waren mit dem Endergebnis nicht zufrieden. Leonard Maltin bezeichnete den Film als ansteckend albernes Musical und hob einige gute Lacher und eine liebenswerte Leistung von Davis hervor. 1987 heiratete Jim Carrey Melissa Womer, eine Kellnerin aus dem Comedy Store. Sie lernten sich genau in diesem Club kennen, in dem Jim regelmäßig mit seinen Konzerten auftrat. Nachdem sie 2 Jahre lang zusammen waren, beschloss das Paar, den Bund der Ehe zu schließen. Melissa erzählte einmal dem Rolling Stone, dass es ein absolut perfekter Tag war und dass sie und Jim wie Idioten geweint haben, weil sie nun ein Leben lang zusammen sein würden. Zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit war Womer mit ihrer Tochter Jane Carey schwanger, die am 6. September 1987 geboren wurde. Und die erste Zeit ihrer Ehe war nicht einfach. Melissa arbeitete in 2 Jobs und Jim verdiente $25 pro Abend mit Stand-up-Auftritten. Und das, wo doch die Bühnennummer des Komikers sehr skurril war. Er imitierte eine Kakerlake und versteckte sich in einem Kinderklavier, während ein anderer Komiker auf der Bühne stand. Das Publikum war bestürzt, aber Melissa glaubte fest an das Talent ihres Mannes und wusste, dass er eines Tages eine Legende werden würde. Im selben Jahr wurde die gemeinsame Tochter Jane Erin Carey geboren. Jim hatte manchmal unkontrollierbare Aggressionsausbrüche, das Paar stritt sich ständig. Und je höher Jims Karriere stieg, desto schlechter wurde seine Beziehung zu Melissa. Nach dem Tod der Eltern des Schauspielers in den 90er Jahren, seine Mutter verstarb 1991 und sein Vater 1994, litt er unter Depressionen und die Versuche seiner Frau, ihm zu helfen, blieben erfolglos. Auch Antidepressiva brachten kaum Linderung. Das Einzige, was Jim helfen konnte, war eine gesunde Lebensweise. Auch der Weg zum Ruhm war nicht einfach. Vor dem ersten richtigen Erfolg in Hollywood hat er 9 lange Jahre dafür gearbeitet und erst mit 28 Jahren wurde es endlich besser. 1991 kam die Komödie Eine Nervensäge von Roger Negard in die Kinos. Darin bekam Jim die ungewöhnliche Rolle des Todes, der sich als Fahrer ausgab und anbot, die Hauptfigur an ihr Ziel zu bringen. Es gab Gerüchte, dass Jim diese winzige Rolle nur wegen seiner Freundschaft mit Steve Oedekerk zusagte, der diese wichtige Rolle des Kinderbuchautors Thane Furrows spielte. Ihre Verbindung als Drehbuchautor und Schauspieler setzte sich in Filmen wie Ace Ventura, Jetzt wird's wild und Bruce Allmächtig fort. Obwohl der Film in nur 13 Tagen gedreht wurde und an den Kinokassen nicht sonderlich beliebt war, überzeugte er durch das Konzept des Regisseurs, eine Atmosphäre der Dringlichkeit und visuellen Spannung zu schaffen. Trotz positiver Kritiken und Auszeichnungen gelang es den Produzenten nicht, den Film in die Kinos oder auf Video zu bringen. Roger Negard: Ich habe gelernt, dass die Filmindustrie wie der Verkauf von Schuhen ist. Alle wollen Markennamen und wir hatten keinen Markennamen. Steve Oedekerk ist als Stand-up-Komiker ziemlich bekannt, aber das war den Kinobetreibern egal. Sie wollten Filmnamen. 1992 wurde der Welt ein weiterer Film mit Jim geschenkt. Es war Der Schein trügt von Ken Olin. Es war die erste dramatische Rolle des Schauspielers nach einer Reihe von komödiantischen Rollen. Er spielte einen unvollkommenen Sohn, Tim, der in einer vermeintlich idealen Familie aufwuchs. Später sagte Regisseur Ken Olin in einem Interview, wenn er von Jims komödiantischer Vergangenheit gewusst hätte, hätte er ihn wahrscheinlich nie als Tim besetzt. Aber es kam, wie es kommen musste. Jim stellte den alkoholkranken Tim makellos dar und gab der Welt die Möglichkeit, ihn von einer anderen Seite zu sehen, sein schauspielerisches Talent zu erkennen, das später in seinen anderen Werken in seiner ganzen Pracht zu sehen war. Zur gleichen Zeit spielte Carey die Hauptrolle in der Comedy-Fernsehserie In Living Color, die von 1990 bis 1994 auf dem Sender Fox ausgestrahlt wurde. Dank der ungewöhnlichen Sketchshow wurde Jim vom Publikum so geliebt, dass es ihm lange Zeit in die Hände spielte. Eine Menge Scherze, Wiedergeburten und alles andere als sanfter Humor. Eine der beliebtesten Darstellungen war die des Sicherheitsinspektors Bill Burns und der Bodybuilderin Vera DeMilo. Darüber hinaus im Jahr 1991 sein eigenes Projekt veröffentlicht wurde. Es war die Show Jim Carrey – Unnatürlicher Akt, die er seiner kurz zuvor verstorbenen Mutter widmete. Eine weitere interessante Tatsache weist auf die Zielstrebigkeit des Schauspielers hin. And I actually wrote myself a check, and this is for real, this is not a joke, this is for real. I wrote myself a check for $10 million per picture. See, this is...
Und wenn es zu diesem Zeitpunkt für den Schauspieler noch kein wirklicher Erfolg war, dann änderte sich bald alles dramatisch. Entweder hatte Jim eine Vorahnung oder der Glaube an seine eigene Stärke half ihm. Doch schon 1993 bekam Jim eine Rolle, die sein Leben radikal veränderte. Wer hat schon erraten, von welcher Rolle ich spreche? Halte inne und schreibt in die Kommentare. Nun, er begann mit den Dreharbeiten zu Ace Ventura, ein tierischer Detektiv, einem Low-Budget-Film unter der Regie von Tom Shadyac. Der geplante Hit hatte einen schwierigen Weg hinter sich, bevor er in die Kinos kam. Niemand wollte das Drehbuch sponsern, keiner der namhaften Komiker wollte daran mitwirken. Daher wurde Jim selbst zum Drehbuchautor. Er entwarf das Bild von Ventura, einschließlich seiner berühmten Frisur, und versuchte während der Dreharbeiten zu improvisieren. Außerdem lud er seine Lieblingsmusikgruppe Cannibal Corpse ein, an den Dreharbeiten teilzunehmen. Das Set teilten sich Courtney Cox, Sean Young und Dan Marino mit Jim. Carrey sagte über seinen Versuch: "Ich wusste, dass dieser Film entweder etwas sein würde, das den Leuten wirklich gefällt, oder er würde mich komplett ruinieren. Von Anfang an habe ich gesagt, dass die Figur Rock'n'Roll sein muss. Er sollte der 007 der Tierdetektive sein. Ich wollte unaufhaltsam lächerlich sein und sie ließen mich gewähren." Jims Ziel war einfach, aber gleichzeitig ungewöhnlich. Er wollte sich über die Hauptfigur lustig machen. "Mein Plan war es nicht, in Hollywood mitzumachen, sondern es zu zerstören", sagte er. Wenige Tage vor der Veröffentlichung lud Carreys Manager ihn ein und teilte ihm mit, dass zwei der einflussreichsten Filmkritiker, Siskel und Ebert, den Film nach einer Vorabkritik scharf kritisiert hatten. Doch Jims Plan ging auf. Der Film kam in die Kinos und sorgte für einen wahren Boom-Effekt. Sein Held wurde zu einer Pop-Ikone und zählt laut Empire Magazine zu den 100 unsterblichen Figuren, und diese Rolle brachte Jim ein echtes Vermögen und Weltruhm ein. For God's sakes, Jim, I'm a doctor, not a pool man! Der Schauspieler wurde mit Angeboten überhäuft. Der Film brachte ein großes Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen Dollar bei einem Aufwand von 15 Millionen und die wohlverdienten MTV Movie Awards, die Carrey überreicht wurden. Die Los Angeles Times berichtete: "Das Publikum reagiert enthusiastisch auf Carreys rasante Witzeleien. Der Film ist vor allem bei der Altersgruppe der 10- bis 20-Jährigen, für die er ursprünglich gedacht war, ein Hit. Die Einspielergebnisse zeigen, dass viele Fans den Film noch einmal sehen wollen." Überraschenderweise bezeichneten die Filmkritiker Carrey als den am schlechtesten abschneidenden Star und verliehen ihm die goldene Himbeere für die Rolle eines exzentrischen Detektivs. Carrey spielt, als hätte man ihn in einen Dynamo gesteckt, und die Gage wird für die Kalorien bezahlt, die er verbraucht hat. "Er ist ein hyperaktiver Spinner, der seltsame Gesichter macht und die Sprache verdreht", sagte Roger Ebert über ihn. Nicht weniger populär waren in diesem Jahr zwei weitere Werke von Jim. Nach Ventura folgte Die Maske unter der Regie von Charles Russell, in dem der Schauspieler die Hauptrolle des bescheidenen, unglücklichen Bankangestellten Stanley Ipkiss übernahm, der sich dank einer magischen Maske in einen allmächtigen Bösewicht verwandelt. Carreys Partnerin war Cameron Diaz, für die diese Rolle ein Debüt war und eine weitere Karriere einleitete. Später wurde bekannt, dass die Filmemacher Carrey nicht für die Hauptrolle engagieren wollten, weil sein vorheriger Film von den Kritikern verrissen wurde. Als der Regisseur vorschlug, Carrey zu engagieren, hielt man ihn bei New Line Cinema für verrückt. Übrigens war Die Maske ursprünglich als Horrorfilm konzipiert und basierte auf dem recht blutigen Dark Horse-Comic von John Arcudi. Als Russell jedoch beschloss, Jim Carrey zu engagieren, entschied er sich, die Geschichte in eine Komödie zu verwandeln, was indirekt zeigt, wie der Schauspieler in Hollywood wahrgenommen wurde. Jim meisterte die Doppelrolle mit Bravour und hier zeigte sich sein ganzes Talent. "Ich spreche von einer perfekten Beherrschung von Mimik und Körper, von Flexibilität und Plastizität sowie von der Überzeugungskraft der Bilder. Laut der ursprünglichen Idee sollten die riesigen Zähne der Maske nur für stumme Szenen verwendet werden. Jim zeigte jedoch ein Händchen und lernte mit diesen übergroßen Zähnen zu sprechen, was seinem Helden zusätzliche Exzentrik verlieh." Carrey assoziierte seinen Helden mit seinem Vater Percy. Und das extravagante Kostüm, das seine Figur die Maske trägt, wurde von einem Kostüm inspiriert, das seine Mutter Kathleen einst für Jims ersten Versuch als Stand-up-Comedian angefertigt hatte. In einem Interview erinnerte er sich: "Meine Figur in Die Maske spricht über mich. Wenn ich meine Maske aufsetze, kann ich alles tun, alles sein. Wir alle tragen eine Maske und wenn einer seine Maske abnimmt, sieht die Maske von allen plötzlich nur noch wie eine Maske aus."
Und selbst wenn man die Tatsache in Betracht zieht, dass der Film eine Reihe von Mängeln aufweist, schwierige Dialoge, nicht vollständig entwickelte Charaktere und manchmal beleidigende Stereotypen, konnten harte Filmkritiker nicht umhin, die Maske zu schätzen, die zu einem Kultfilm geworden ist. Vor allem für Jims Karriere. Gleichzeitig ist der Film aber auch sehr außergewöhnlich geworden. Alles zusammen ergibt eine Mischung aus romantischer Musikkomödie, Comic-Krimi und Special-Effects-Showcase. Es gibt jugendlichen Humor und Anspielungen auf Tex Avery, buchstäblich atemberaubende Bilder, Swing-Musik und Cuban Pete, eine Nebenhandlung über Gauner, die versuchen, eine Stadt zu übernehmen, und einen sehr intelligenten Jack Russell Terrier. Russell erinnerte sich, dass er, als er Jim das Drehbuch zeigte, sagte: "Mein Gott, es war, als wäre es für mich geschrieben." So passend war die Rolle. Der Film spielte 350 Millionen Dollar ein und erhielt Nominierungen für viele renommierte Preise. MTV Movie Awards, BAFTA, Golden Globe für Carrie und sogar einen Oscar. Und Carrie erhielt eine Gage von $450.000, was vorher undenkbar schien. Für Jim war die Nominierung für den Golden Globe die erste ernsthafte Anerkennung durch die Filmkritiker. Thank you. You love me. You really love me. Der nächste Film, der Jims Erfolg fortsetzte, war der berühmte Film der Ferrelli-Brüder Dumm und Dümmer. Der Schauspieler bekam die Rolle des jungen Limousinenfahrers Lloyd Christmas. Nicht, dass sich der Film durch die Finesse des dramaturgischen Gedankens auszeichnete. Es gab flache Witze unter der Gürtellinie, exzentrische Abenteuer der Hauptfiguren und die Energie von Carrie. Um Lloyd Christmas auf der Leinwand lustiger aussehen zu lassen, entfernte Jim eine Füllung aus zweier seiner Vorderzähne. Jim schrieb auch die Schlussszene des Films und es funktionierte. Der Film wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen gut aufgenommen. Und Carrie erhielt 7 Millionen Dollar und seinen ersten MTV Award für die beste Komödiendarstellung. Mit der Rolle des Ehemanns kam er jedoch nicht zurecht. Ständige Streitereien, Geldmangel und dann noch die Tourneepläne des Schauspielers belasteten schließlich die Beziehung zwischen Jim und Melissa. Es gab noch einen weiteren Grund. Es heißt, dass die Romanze des Schauspielers mit der Schauspielerin Lauren Holly nach den Dreharbeiten zu Dumm und Dümmer die Gemüter erhitzte. Im 9. Jahr ging die Ehe in die Brüche. Jim selbst wurde zum Initiator. Laut Melissa mietete Jim am Tag vor ihrem 6. Hochzeitstag einen Saal für 2 Personen und sang ihr ein Ständchen. Dann fuhr er zu Dreharbeiten nach Florida und kehrte nie mehr zurück. Er erzählte seiner Frau am Telefon von der Trennung. Jim leugnete seine Schuld nicht. "Es ist schwer, mit mir zu leben", gab er einmal zu. Menschen, die der Familie nahestehen, bestätigten seine Worte. Sie sagen, dass der Schauspieler ein großartiger Kerl bei der ersten Verabredung ist, doch gleichzeitig hat Jim verzweifelt das Bedürfnis, mit jemandem zusammen zu sein und dann ebenso verzweifelt das Bedürfnis, allein zu sein. "Meine erste Ehe scheiterte, weil wir kein normales, ruhiges Leben führen konnten. Es ist sehr schwierig zu filmen, zu kreieren, jeden Tag diese ganze Verrücktheit zu erleben und dann einfach nach Hause zu kommen. Nach einer emotionalen Überreizung ist es für mich sehr schwer, zur Ruhe zu kommen." Die Scheidung war nicht einfach. Es gab einen Konflikt zwischen den ehemaligen Eheleuten aus finanziellen Gründen. Melissa behauptete, Jim habe versucht, das Datum ihrer Scheidung zu fälschen, damit die Ex-Frau keinen Teil der Tantiemen für die Maske erhalten würde. Sorry, fellas. Where's not, what not? Er sagt, wir hätten uns am 15. Juni 1993 getrennt, was seltsamerweise genau der Tag war, an dem er für 7 Millionen Dollar für die Maske unterschrieb. Carrie zahlte seiner Frau dennoch eine Abfindung und versprach, jeden Monat $10.000 Unterhalt für das gemeinsame Kind zu zahlen. Laut Melissa zeigte Jim keinerlei Interesse an ihrem kleinen Mädchen und rief sie während der Dreharbeiten zu Die Maske nur einmal pro Woche an. Außerdem argumentierte sie, dass die $10.000, zu denen Carrie verpflichtet war, nicht ausreichten, um ihrer Tochter ein anständiges Leben zu ermöglichen. Die Ex-Frau des Schauspielers hatte unter anderem Leibwächter, Reitstunden und ein Luxusauto verlangt. Es ist ein sehr abgedroschenes Hollywood-Klischee, aber es war ihm wichtiger, ein Star zu sein, als eine intakte Familie zu haben. Wir kannten die Gefahren, aber er hat seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten. Melissa zog nach New York und blieb lange Zeit allein. Und Jim hatte eine Beziehung mit Lauren Holly, die in der Öffentlichkeit bekannt wurde. 1995 kam ein weiterer Film in die Kinos, in dem Carrie die Rolle eines Bösewichts spielte. Batman Forever unter der Regie von Joel Schumacher.
Das Bild des Riddlers wurde ein weiteres erfolgreiches Image für Jims Sparschwein, denn es sieht aus, als sei er von ihm kopiert worden. Später erzählte Jim, dass die Rolle nicht leicht für ihn war. It was really physically taxing. You know, because it just so much going on at once a lot of the times. So there was bombs blowing off and me spinning the cane and trying to think of lines or doing whatever at the same time. And there was a lot of times, there was a lot at stake, you know, that I couldn't go back and fix if it didn't go right. You know, so there's a lot of pressure there, but it was still fun. Zu den Partnern des Schauspielers am Set zählten Stars wie Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman und Drew Barrymore. Der Film war eine Fortsetzung von Batman Returns aus dem Jahr 1992, aber der Ton des Films wurde von Burtons düsterem Vortrag zu einer Familienthriller-Variante mit einer überschwänglichen Menge an Farben und Kulissen geändert. Hier kam Jims Talent zum Tragen. Leider wurden die Dreharbeiten von dem Konflikt zwischen Carrie und Tommy Lee Jones überschattet. Tommy hasste Jim buchstäblich und sagte ihm das auch gleich während des Drehs. Er ging zu mir, um mich zu umarmen und sagte, ich hasse dich, ich kann dich wirklich nicht leiden. Ich kann deine Albernheiten nicht gutheißen. Ich war der Star und das war das Problem, sagte er. Und das entsprach durchaus der Realität. Schließlich stieg der Schauspieler sehr schnell zum Star auf und war in jedem Raum, den er betrat, der Mittelpunkt des Geschehens. Trotzdem hat Jim in verschiedenen Interviews immer wieder betont, dass er großen Respekt vor Lee Jones als Schauspieler hat. Möglicherweise war der Grund für die Meinungsverschiedenheit ganz gewöhnlicher Neid. Dumm und Dümmer, in dem Carrie mitspielte, kam zeitgleich mit dem Werk von Lee Jones Home Run heraus, das an den Kinokassen scheiterte. Batman Forever erhielt gemischte Kritiken vom Publikum, spielte mit 336 Millionen Dollar jedoch recht gut an den Kinokassen ein und war der zweitumsatzstärkste Film des Jahres 1995. Er erhielt Oscar-Nominierungen für die beste Kameraführung, den besten Ton und die besten Effekte sowie die Toneffektbearbeitung. Jim wurde für einen MTV Movie Award als bester Bösewicht auf der Leinwand nominiert. Die Erfolgsserie wurde durch die Fortsetzung Ace Ventura 2, jetzt wird's wild, fortgesetzt, der doppelt so viel einspielte wie der erste Film und eine Reihe von Auszeichnungen erhielt. Der Schauspieler wurde bei den Kids' Choice Awards als Lieblingsschauspieler ausgezeichnet und erhielt gleich zwei MTV Movie Awards in den Kategorien bester Schauspieler und beste Comedy-Rolle. Bei den Dreharbeiten zu diesem Film sah es allerdings nicht so rosig aus. Es heißt, dass Carrie überhaupt nicht in einer Fortsetzung mitspielen wollte und als er überredet wurde, sorgte er für Unbehagen am Set und verlangsamte den Prozess für jede erdenkliche Weise. Seitdem war Ace Ventura 2, jetzt wird's wild, fast 20 Jahre lang die einzige Fortsetzung des Films, in der Carrie ein zweites Mal die Hauptrolle spielte. Erst 2014 hat Carrie diese Statistik mit dem Film Dumm und Dümmer 2 durchbrochen. 1996 gab es eine weitere Komödie mit Carries Beteiligung, Cable Guy, die Nervensäge, unter der Regie von Ben Stiller, well, look who decided to show. In dem der Schauspieler im Tandem mit Matthew Broderick spielte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung glaubte man, dass der Film die Karrieren der beiden Schauspieler beenden würde. Der beliebte Komödienschauspieler bekam eine eher ungewöhnlich düstere Rolle, den Cable Guy Chip, der sich abrupt von einem charmanten, schrägen Typen in einen Wahnsinnigen verwandelte, der die Hauptfigur verfolgte. Das Bild erwies sich als zu lebendig nah und gleichzeitig beängstigend. Der Film selbst schwankt zwischen Thriller, Komödie und manchmal auch romantischem Drama. Jim hatte übrigens das Recht, über Änderungen am Drehbuch abzustimmen. Bei einer dieser Diskussionen in einer Bar kam Carrie die Idee für die Midnight Express-Parodie, die im Film vorkommt, indem er einfach Tits on Glass auf eine Barserviette schrieb. Während einer Szene in Medieval Times improvisierte Jim Carrey, indem er Matthew Brodericks Hähnchenhaut nahm und Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer verkörperte. Wenn man sich Matthews Reaktion ansieht, kann man erkennen, dass sein Lachen und seine Überraschung echt waren. The Cable Guy wurde zwar nicht sehr populär, brachte Jim aber 20 Millionen Dollar und eine Reihe von Auszeichnungen ein. Kids' Choice Awards in der Kategorie Lieblingsschauspieler, MTV Movie Award in den Kategorien Bester Schauspieler und Bester Leinwandschurke. Und auch eine Nominierung für den MTV Movie Award für den besten Kampf in einer Szene mit Matthew Broderick. Im selben Jahr nahm Carrie an der Sendung Saturday Night Live teil. Hier drehte der Schauspieler witzige Sketche und Parodien auf populäre Filme und Prominente und schuf auch musikalische Parodien. In der Show konnte Jim seine ganze Schauspielkunst unter Beweis stellen. Er sang, tanzte Disco, gab sich als Tourist aus, spielte die Rolle eines Fitnesstrainers und improvisierte sogar Ballettschritte.
Der Roxbury-Guy-Sketch, in dem er zusammen mit Will Ferrell und Chris Catton auftrat, erlangte große Berühmtheit und wurde später in dem Film Eine Nacht im Roxbury verfilmt. Ein Jahr nach der Scheidung versuchte Carrie erneut eine Familie zu gründen. Die Beziehung zu Lauren Holly entwickelte sich rasch und bereits 1996 beschloss das Paar, die Ehe zu vollziehen. Die Schauspielerin leugnete ihre Mitschuld an Jims Trennung von seiner ersten Frau. Sie nennen mich immer wieder eine Ehezerstörerin. Ich fühle mit Melissa, aber sie waren komplett getrennt, als Jim und ich uns kennenlernten. Jims Scheidung von seiner ersten Frau sorgte für so viel Aufsehen, dass die Paparazzi das Liebespaar ständig verfolgten. Und statt einer schicken Hochzeit bekam Lauren eine bescheidene standesamtliche Hochzeit. Ihre Beziehung dauerte nur 9 Monate. Ein Versuch, die Ehe zu retten, blieb erfolglos. Es gab mehrere Gründe, warum die Gefühle so schnell nachließen. In einem der Interviews gab Jim zu, dass er zu jähzornig sein konnte und während eines Streits verschiedene Gegenstände gegen Wände geworfen hatte. Ein weiterer Grund war Hollys Vorliebe für laute Partys, die der Schauspieler nicht schätzte. In einem Interview behauptete Lauren, der Grund für ihre Trennung sei die Besessenheit der Paparazzi gewesen. But we made our lives, it was all about running away from them and making sure we had privacy. And when we got divorced, I had a really hard time because no one ever really had the story right or anything. And I always felt like everybody knew my personal business, and not to mention the fact that I was going through a heartbreak. So I would go and get a coffee and I could swear that the person giving me coffee was like, ooh, so sorry, and you're a gold digger. Jims Erfolg war damit noch nicht zu Ende. 1997 wurde die Kultkomödie Der Dummschwätzer von Tom Shadyac mit ihm in der Titelrolle veröffentlicht. Diese Zeit kann als der Höhepunkt seiner Karriere bezeichnet werden. Für diesen Film lehnte der Schauspieler die Rolle des Dr. Evil in Austin Powers International Man of Mystery ab. Die Geschichte handelt von einem erfolgreichen Anwalt, der auf mysteriöse Weise nicht mehr lügen kann. Und diese Eigenschaft hat 2 Seiten. Sie zerstört seine Karriere und rettet seine Familie. Übrigens, die Rolle des Anwalts Fletcher Reed wurde ursprünglich Robin Williams angeboten, aber am Ende entschied man sich für Carrie. Und sie haben die richtige Entscheidung getroffen, finden Sie nicht auch? Später verriet Jim Carrey, dass die ständige Erwartung, während der Dreharbeiten immer manischere Leistungen zu erbringen, ihm irgendwann zu schaffen machte. Er war so engagiert bei der Arbeit, dass wir in der berühmten Badezimmerszene keinen Overdub-Ton hören. Jim schlug tatsächlich mit dem Kopf auf die Toilette, den Boden und die Pissoirs. In einem Interview gestand er: Es sollte eine ständige Unterdrückung der Angst sein. Ich flippte die ganze Zeit völlig aus. Ich ging total erschöpft nach Hause. Es gibt ein weiteres interessantes Detail. Selbst denjenigen, die die Kultkomödie mehrmals gesehen haben, ist nicht sofort aufgefallen, dass Jim in dem Film nicht nur eine, sondern 2 Figuren spielte. Neben der Hauptfigur hatte Carrie auch einen kurzen Auftritt als Fire Marshal Bill, der in einer Szene mit einem Walkie-Talkie im Hintergrund zu sehen ist. Der Dummschwätzer war ein großer Erfolg an den Kinokassen und spielte bei einem Budget von 45 Millionen Dollar über 300 Millionen Dollar ein. Auch die Kritiken gefielen den Darstellern mit einer durchschnittlichen Bewertung von 8 von 10 auf Rotten Tomatoes. Sogar Roger Ebert, der allen früheren Arbeiten von Jim kritisch gegenüberstand, lobte den Film. Ich entwickle allmählich einen Verdacht, oder vielleicht ist es eine Angst, dass Jim Carrey in mir wächst. Aber in diesem Moment begriff Carrey, dass er in das Bild eines fröhlichen Schwächlings gepresst wurde. Er begann von einem strahlenden, dramatischen Image zu träumen, das seine Talente, seine Seele und sein Potenzial offenbaren sollte. Und die nächste Rolle wurde zur ersten Etappe des Wandels in der Karriere und im Leben von Jim Carrey. Veränderungen, die zu einer Reihe von tragischen Ereignissen im Leben des Schauspielers führten. Warum verschwand der berühmte Komiker allmählich von der Kinoleinwand? Was ist der Grund für den Hass auf Jim bei anderen Hollywood-Schauspielern? Und ist er für den Tod von Caroline White verantwortlich? Antworten auf diese und andere Fragen finden Sie im 2. Teil. Und damit ihr ihn früher sehen könnt, hinterlasst ein Like zu diesem Video. Sobald wir 10.000 Likes bekommen, wird unser Team den 2. Teil veröffentlichen. Nun, wenn du dich nicht ausruhen willst, während wir im Internet surfen, um dir eine neue interessante Biografie zu geben, kannst du dir unser anderes Video ansehen und eine Menge Details über einen der besten Filme von Jim Carrey erfahren: Die Truman Show. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Was macht diesen Film zu einem Meisterwerk? Warum hat Carrey keinen Oscar dafür bekommen? Und welche ernsten Probleme wirft er auf?
Die Antworten auf diese Fragen finden Sie, wenn Sie auf dieses Symbol klicken. Anklicken und anschauen. Das war's für heute mit dem Biographer. Danke, dass Sie bei uns waren und bis bald. Auf Wiedersehen.